Einen wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück. 7 Days to Die mit Yogi. Hello, Krian. Hey, ich habe 2000 Woods gefarmt. Nice. Warum hast du jetzt auf einmal 2000 Wood? Ich habe dir eben noch 90 gegeben. Ja, insgesamt. Achso. Ach, gibt's das als Quest-Ding hier, oder was? Ja. Oder fällt mir ein, ich kann hier auch mal ein paar redeemen. So. Halbes Level direkt. Läuft. Oh, hier sollte man definitiv nicht runterfallen. Da sind Spikes drunter. Hast du noch ein bisschen Wut? 90. Okay, dann fäll ich mal kurz noch einen Baum, einfach um 75. Die letzten da oben auch noch abzugraden. Oben ist abgegradet. Achso, du meinst die, die Blöcke. Sind zwei, drei sind noch nicht die Blöcke, sondern zwei, drei von den Gittern sind noch nicht abgegradet. Ja gut, dafür hätte ich noch welches. Ja, du, können ja gerade noch ein bisschen auch was holen. Wir haben ja noch ganz entspannte 3 Stunden. Ja, es ist eins, das nicht abgegradet war. Sicher, sicher, jetzt habe ich Holz im Inventar. Und hier fehlen noch vor allem noch ein paar Frames. Du könntest noch unten die letzten Spikes dann drauf verteilen. Würdest du mir bitte das, die Option geben? Ja, wenn du mir gibst, ne, nehme ich. Ich habe keine Spikes. Ich habe dir die 75 doch hingeschmissen. Ich habe keine Spikes. Also hast du die nicht aufgesammelt, die ich hingeschmissen habe? Nö, weil ich nicht wusste, dass du sie zu mir geschmissen hast. Du hast nur gesagt, du willst mir sie geben. Doch, die hast du aufgesammelt. Nein, ich habe keine Spikes. Sonst würde ich nicht fragen, würdest du die restlichen Spikes verteilen? Ja, wo sind sie hin? Sie sind weg. Ja, dann gibt's nicht noch mehr Spikes. Nein, sieht die gedespawnt. Nein, nee, das wollte ich nicht. Immerhin das wollte ich Platz. Es gibt wieder jetzt ein bisschen, was könnte wohl das bedeuten? So, dann machen wir hier die Tür auch noch zu, weil sie da reinkommen. So. Und mal ganz kurz nur hier. Dass man zwar gegenlaufen, aber nicht runterfallen kann. Der ist ja noch lange nicht fertig hier. Hast du noch Frames? Ja, 14 Stück. Warte, hier. Ich leg's dir hier hin. Da liegen sie. Ja, dann mache ich mir aber auch direkt nochmal 2, 3, weil sonst, wenn ich runterfalle, ist blöd. So viele wollen wir nicht. 20 reichen. So, Bogen ist repariert. Bandage ist auch bereit. So, und aus den dreien mache ich mir wieder Frames, dass ich im Notfall auch hochkomme, wenn es sein muss. Oder zumindest höher komme, sagen wir es so. Wobei da drüben sind noch Frames, die man sich im Notfall holen kann. Gut. Dann können wir darauf warten, dass ich komme. Ja, Bandage ist bereit. Maschinengewehr ist bereit. Den Müll ausräumen, den ich hier noch hab. Nichts bringt. Ein Pfeil ist geladen. Ja, ne? Ist ja gut, wir wissen Bescheid.
Donnerkrion, Unwetter. So, hier kann man nicht runterfallen, oder was? Ja, nice, geil. Ich kann hier überall gegenlaufen. Bam, bam, bam. Wie so ein Vollidiot. Ja, lauf hier vorne gegen. Das hätte ich gedacht, hier, der alte Grimassenmann. Ich dachte mir, warum nicht? Weißt du, ich hab dir extra eine Rüstung gemacht. Und dann sowas. Was erste Horde. Horde, Horde, Horde. Die erste Horde in die... Die sind da. Sie kommen aus Süden. Kommt hier vor, Freunde. Guckt mal, wo wir sind. Kommt hier unter uns. Yeezy Beezy, was los? Kommt, ihr Kinderlein, kommt. Wir hätten da außenrum weiter machen sollen. Hier hinten in der Ecke, wo vorhin schon einer rein wollte, versuchen sie auch wieder reinzukommen. Das war ein Kundschafter. Wie ein Kundschafter? Ja, der erste, der da war. Der hat sich den Weg rausgesucht, wo er hin will. Die hier versuchen währenddessen einen Baum zu vergewaltigen. Ich bin mir nicht so sicher, was das soll, aber okay, ich schieße einfach mal drauf, ne? Was ist denn in dem Baum drin, dass ihr den Baum angreift? Stört ihr euch, oder was? Ja, greif du mal den Baum an, ist okay. Aber jetzt wollen sie den Baum nicht mehr angreifen. Mal aufpassen, dass ich hier nicht vom Dach fall. Oh, die machen da gut Damage an unserer Wand. Freunde, wo seid ihr? Oh, schieße ich mit dem Krian zusammen. Er hat gerade Angst, dass ich gegen deinen Bogen schieße. Oh, nehmen wir die da hinten mal. Junge Frau, kommen Sie ran. Schießen wir sie ab. Ich glaube, die sind unter uns auch noch. Ja, ich gehe nochmal auf der anderen Seite. Ah, hier vorne sind jetzt auch welche. So, der da hinten ist tot. Das war nicht shared. Lolle hat einfach versucht aufzustehen in den Spikes. Wo ist der jetzt hin? Der Drecksack einfach in die Ecke verkrochen. Ah, naja. Kommen noch welche aus dem aus dem Osten. Aber die laufen in die Spikes. Ich höre hier ab und zu mal einen, aber ich finde keinen. Ja, komm du her. Genau. Schlag ein bisschen die Wand. Ich schieße ein bisschen auf dich von oben. Können wir doch machen. Ist doch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Ui, das war mal ein hoher Sprung. Ich höre dich doch, ja, da kommst du. In die Spikes rein. Ja, die versucht ja direkt zu der Tür zu kommen, oder was? Gut, jetzt ja, die sind schlauer geworden. Ja, finde ich nicht schlecht, ne? Das heißt, wir müssen irgendwo eine Tür platzieren und dann können wir sie immer zu der Tür lotsen. Ja, kommen immer wieder vereinzelt ein paar aus dem Osten, aber... So, da ist auch wieder eine. In den Kopf rein. Ja, man muss den Damage auch voll nutzen. Und im Kopf macht halt einfach am meisten Damage. Man weiß ja auch, Zombies funktionieren ohne Kopf nicht.
Deswegen, warum nicht da hin, ne? Daneben. Ja, wo willst du jetzt? Nein, nicht zu sehr in die Ecke. Da komme ich doch nicht hin. Genau, da ist doch schön. Unter mir ist auch in Ordnung. Ja, geh wieder in die Ecke. Eieiei, Krian, immer wollen sie in die Ecke, ich sag's dir. Du kannst sie ja um die Ecke bringen. Aha, das mache ich auch. Ich zeig ihnen die Ecken. Moment, wo willst du jetzt hin? Huch. Also, ne, diese drei hohe Mauer, ich hab ab und zu mal so einen Zombie-Kopf neben mir, wenn die hochspringen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob sie zumindest so hochspringen, aber nichts passiert halt. Komm, Leute, ich hab eine Shotgun. Wir laden mal die Shotgun. Wie wär's? Bam! Wir laden wieder, Freunde. Ne, es kann sich nur um Stunden handeln. Und dann, ah, daneben schießen. Dann laden wir weitere Stunden. Ja, die Shotgun, ne, Profis am Werk. Gut, 2:30. Sehr gemütlich. Gehst du mal von ihrem Kopf runter? Das gefällt mir gar nicht, wenn du... Oh, 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 oh. Schön runter wieder mit dir. Also der eine Zombie ist gerade auf den anderen Zombie draufgesprungen und stand auf einmal bei mir auf der Mauer. Das fand ich nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob die mittlerweile einfach höher springen können oder ob das... Ne, die springen tatsächlich bis zu mir hochkehren. Also nicht drauf, aber so, dass sie mich theoretisch wohl klatschen könnten. Sehr engagiert sind sie. Ja, sie sind stets bemüht, den Survivor zu verletzen. Oh, hier wollte ich nicht runter. Nein, nein, komm doch hier rüber. Oh, 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 oh. Gehen wir ganz kurz da in die Spikes rein, bitte. Bin nicht von der Mauer gefallen, nein, nein. Das, ist nicht passiert. Ach, warte doch, mein Freund. Ach ja. Also die Spikes sind wieder mal sehr, sehr gut. Spikes beste. Beste Spikes EU West, ich sag's dir. Ein kleiner Kopfschuss ist besser als eine Kopfnuss. Nee, nicht den Stein unter mir kaputt machen. Challenge Survive First Blood Moon is complete. Ich hab's Gefühl, dass bei denen die Loot Drops höher gestellt sind. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Nee, bei den Horden-Zombies einfach jetzt, meine ich. Ach so. Also, weil gefühlt dafür, dass es vergleichsweise wenige waren, ist auch relativ viel runtergefallen. Das ist hier was Schönes. Das ist ein schönes gefunden. Ich hab gefunden eine Pocket Mod. Nice. So, 2x Arme und ab, das bin ich. Ein Scavenger Head. Womit man mehr XP kriegt. Water, you always need water. I figured out this hack on how to purify water. Armored up bist du, gell? Ja. Big Hitters bin ich, oder? Big Hitters bist du, ja. Okay. Ich kann ja, jetzt wohl Club Quality 3. Ganz entspannt, würde ich mal sagen, war das hier. The Tech Junkie. Welche Nummer? The Tech Junkie Nummer 3. Da kriegst du Bücher. Der ist nicht im Ding, also nehme ich sie wieder auf, sonst despawnen die.
Yogi. Yogi. Siehst du nicht? Doch, aber ich weiß jetzt nicht, was so. Also ich meine, du siehst ein bisschen gruselig aus mit deinen Blutspritzern überall. Okay. Komm mal hierher, vielleicht geht das nicht. Wo hast du die gedroppt? Ich hab sie wieder aufgenommen, weil du halt dauernd nur ins Mist gestattet. Licht! Siehst du es nicht? Nö. Ich habe Licht. Okay. Gut, gut, gut. So, hier, jetzt kriegst du 4 Bücher von mir. Nice. Lese er. Ich habe Light Armor Quality 1 jetzt. Ich habe eben ein Buch gefunden, was mir... Medium Armor Quality 1. Was mir wohl die... Heavy Armor Quality 1. Okay. Was mir angeblich die Fähigkeit gibt, Water zu purifyen. Aber ich kann keinen Water Purifier bauen, aber ich könnte purifiedes Mineralwasser herstellen. Okay. Ich weiß jetzt nicht so, ob uns das was bringt, aber, ne? Dafür brauche ich... Ein Wasser, einmal Kohle, einmal Golden Rod Flower und einmal Chrysanthemen. Das würde ich gern tatsächlich mal herstellen. Haben wir Chrysanthemen da? Ja. Und eine Kohle? Haben wir irgendwo eine Kohle zufällig? Möglich. Ja, haben wir auch. Ja, einfach mal zu wissen, was das kann, ne? Ich meine, ich bin kein Mineralwasser-Fan, aber... Vielleicht kann das ja was. Tatsächlich Krampas Learning Elixier können wir scheinbar jetzt selber herstellen, wenn wir Food auf Level 18 haben. 80. Aber das ist, glaube ich, nicht das, wo man es vergisst. Nee, ich glaube, dann lernst du mehr. Keine Ahnung. Ja, zweifach so viel. Jetzt regnet's. Die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Also ich war vorhin da oben auf dem Berg und ich meine gesehen zu haben, wir hätten im Osten eine Stadt. Okay. Weit im Osten. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein Ort, wo man hinaufbrechen könnte. Ja, das wäre aber eher was für die nächste Episode, würde ich sagen. Ja, das ist eine längere Reise, glaube ich. Also das ist nichts, was wir in kurzer Zeit bewältigen können. So, aber wir können das Inventar ja schon mal leer räumen. Das Holz behalten wir erstmal drin. Bier, Bier, Bier. Guck mal, Kieran, ich habe schon mal 4 Tee noch für dich. Nice. Das ist doch schon mal eine Sache, ne? Da kann der Kieran doch schon mal was futtern. Trinken. Nicht futtern. Tee trinkt man. Den futtert man nicht. So, die locke ich mal auch noch. Das Wie sieht's mit Essen aus? Sind in der Kiste 3 Bacon und Eggs noch. Du könntest noch welche machen, oder? Wir haben noch Steak und Ei. Ja, einmal kann ich... Ja, jetzt habe ich erstmal alles genommen. Ich tue dir mal wieder 3 da rein, den Rest sortiere ich gleich ein. So, was kann das Mineralwasser? Das Mineralwasser ist fancy. Wieso, was macht das? 60 Wasser. Oha. Stamina-Regeneration plus 15. Okay. Cure Dysentery 20%. Effizientere Verdauung 15%. Nice. Und das kostet uns eigentlich nur ein Golden Rod und eine Chrysantheme. Das ist ja gar kein Problem. Und Kohle halt. Also da würde ich jetzt tatsächlich mal noch ein paar machen von. Hau rein. Und halt ein Wasser kostet es uns. Aber wenn du überlegst, dass der Tee, der Golden Rod Tee, das gleiche kann, nur wesentlich weniger Wasser gibt. Und scheiß mal auf die Chrysanthemen, ganz ehrlich. Die kosten ja nichts quasi. So, dann machen wir noch den Bacon und Eggs rein. Die Baked Potatoes können wir noch machen. Und dann sortieren wir das Essen mal wieder hier ein. Einen Honig sollte ich auf jeden Fall mir auch noch schnappen. Ich nehme mir keinen Honig mit. Okay. Ist nur eine Platzverschwendung. Okay, da hast du eigentlich... Ja gut, ich lass den Honig auch hier kriegen. Ich lass ihn einfach hier.
Was Yogi und ich sonst noch mitnehmen und wohin die Reise im Endeffekt gehen wird, seht ihr erst beim nächsten Mal, und zwar morgen um 20 Uhr. Ja, dann würde ich mal sagen, bis morgen 20 Uhr. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen. Licht.